So, kurze Pause war jetzt zwischendrin und ja, jetzt geht's direkt weiter. Noch eins? Klar, warum nicht? Ja, noch eins. Krass, wie du den Sechstklässler fertig gemacht hast. Hilf erstmal Jimmy mit seinem kleinen Projekt, ja? Nö. Hilf Jimmy, sein großes Projekt abzuschließen und dann machen wir ein Selfie. Na gut. Jimmy hat wirklich... Was denn hier? Oh, ist mal die ganze Schubladen hier. Oh, Leiter. Sternenkostüm. Wer lässt seine Kinder? Hallo. Interessanter Aufzug. Bist du so ein Ich darf alles Kind? Ja. Also, ich muss sagen, Minze und Beeren, das ist wirklich eine geschmacklich intensive und knusprige Mischung. Look at these stunning earrings. These are genuine faux sapphire earrings. Oh Gott. Gut. Ich habe gerade Wichtigeres zu tun, als Selfies zu machen. Diese Stadt geht den Arsch, es wird immer schlimmer. Deshalb versuchen wir es mit schwarzer Magie aus dem Internet. Aber Henriettas praller Bruder hat den heiligen Folianten für das Ritual gestohlen, sieht also scheiße aus. Wenn du den Folianten findest, das wäre echt mega gothic von dir. Bist du ein Spießer, rieche ich auf 100 Meter. Ich verweigere mich dem kapitalistischen Gesamtkonzept der sozialen Medien und deren Agenda. Verpiss dich! Hau ab! Lass mich in Ruhe, Spießer. Ein Selfie? Willst du mich verarschen? Mhm.
Daphne Spießerkinder. So, immer noch ein Wursten hier. Ausdrehen. So. Na, wo geht's denn da noch hin? Mhm. Mit euch könnte ich den ganz... Du hast den heiligen Folianten gefunden? Leg ihn in den Zauberkreis. Bist du ein Spießer, rieche ich auf 100 Meter. Jetzt die heiligen Kerzen anzünden. Da brauchen wir wahrscheinlich ein Fahrzeug oder sowas. Von welchem Planeten kommst du denn, hm? Nicht viele Nachrichten heute. Schätze, das wird eine ruhige Woche. Du näherst dich Supercracks Festung der Einsamkeit. Er meldet sich nicht. Hoffentlich geht's ihm gut. Gegrüßt, Bürger. Ich bin es, Super Craig. Super es tut mir leid, aber ich kann im Moment niemandem bei Problemen behilflich sein. Super Craig kann sein Meerschweinchen nicht finden. Sag dem Kuhn, dass ich erst wieder spielen komme, wenn ich Stripe gefunden habe. Er ist kein normales Meerschweinchen. Er gehört mir und meinem Ex-Freund. Ganz richtig, Super Craig ist schwul. Ich wette, Stripe ist wieder unten im Keller. Fangen wir im Keller an. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Vielleicht hat er das Hundefutter unten gerochen. Ein bisschen Beton. Komm gleich, gehen wir eben hoch. Team.
Ich will aber nicht wissen, welche Art von Haar. Muss ich ein Fuckboys draußen bleiben Schild an meine Tür hängen? Autsch! Hey! Was willst du? Ich hab zu tun! Etwas Privatsphäre, bitte! Kann ich denn nicht aufmachen? Das ist doch ein gelber. Ist egal. Oder haben wir das schon? Ich warte bei der Treppe, damit er nicht entkommen kann. Du erledigst den Rest. Sei vorsichtig, das könnte die schwierigste Mission sein, die du bisher hattest. Hey, da ist er, in der Lüftung, ganz oben. Du kannst nicht zufällig deine Arme verlängern, oder, Wunderach? Plündere Kiste voll. Das ist keine Zeitverschwendung! Oh cool, die könnten hilfreich sein. Gern geschehen. Oh, pass! Mach's nochmal! Schmeiß noch ein! Oh, das war's! Folge dem Meerschweinchen! Mach dein Ding mit der Kiste! Dass du das gerade echt gemacht hast. Du bist gut. Schaff das Ding aus dem Weg. Schnell, mach was, sonst kommt er erst wieder raus, wenn er Hunger hat. Was denn? Wow, das sah ganz schön knifflig aus. Schalte seinen super empfindlichen Geruchssinn mit deinem... Brillante Rettungsdrive, auch dank Wunderarsch und seinem mega krassen Arschloch. Du hast es geschafft. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf Super Craig zählen. Ja, ja, wer würde nicht gerne ein Selfie mit dem Craig aus Stahl machen? Juhu! Oh gut, wir sind fertig. Super Craig ohne Stripe ist wie Supergirl ohne Fahrrad. Bereit für ein paar Superabenteuer, Superfreund? Ich meine Stripe, nicht dich, Wunderarsch. Stripe ist der beste Superpartner, den ich mir wünschen könnte. Na gut. Psst, Neuer! Hey, bist du einer von Craigs Freunden? Suchst du nach Craig? Ich bin Kunstsammler, spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Yaoi. Verrückt, oder? Aber gewisse Käufer zahlen Unmengen dafür. Falls du was findest, bring es mir. Ich belohne dich reichlich. Bring mir alle neuen Werke, die du findest. Okay. Sag mir Bescheid, wenn du was für meine Sammlung findest. Thank you.
hast den Rand des bekannten Universums erreicht. Dahinter liegen die Grenzen von Raum und Zeit. Ein Rezept. Göttlicher Verstärker des Teams. Okay. Das machen wir doch mal. So, Karte. Stopp! Neuer Stopp! Siehst du die ganzen roten Legos? Das ist Lava. Die ist absolut tödlich. Nicht berühren. Halt, das ist unlogisch. Wer tut da Lava hin? Nehmt das gut, Freunde. Es war Chaos. Ganz recht, Kuhn. Ich habe in der ganzen Stadt strategisch Lava platziert. Ich kann es euch doch nicht so leicht machen. Was wäre die Welt ohne ein bisschen Chaos? Okay, könnt ihr abschalten. Um Chaos kümmern wir uns später. Wir haben andere Prioritäten. Kuhn, Ende. Da waren wir schon. Jetzt schau dir das an, Mann! Denn ihr habt mich von Asche, ihr Sch... Wow, das Geschirr ist so sauber, da kann man glatt von essen. Oh, ihr spielt Verkleiden. Wie niedlich. Aber denk an meine Worte. Gewöhn dich nicht zu sehr an deine neuen Freunde. Du weißt, dass du mit mir über alles reden kannst, oder? Über die Blümchen und die Bienchen, Geschlechtsidentität, Rassendiskriminierung oder was Erwachsene insgeheim mit ihren Katzen machen. Okay. Wir gehen wieder weiter. Wir hatten doch irgendwo noch mal so ein... Oh.
Das Kind hat sicher Probleme zu Hause. Mom. Wieso muss ich mich mit diesem Neuen rumschlagen? Bin ich die Lebensberatung? Ich soll noch zu dem zurück, oder habe ich irgendwas verpasst jetzt? Triff dich mit Karl bei seinem Haus. So, jetzt weiter nach rechts noch. Cartman, ja klar. Daran wird's wohl liegen, ne? Wer macht denn so etwas? Das ist voll gemein! Hey, du! Weißt du was darüber? Irgendwer zerkratzt nachts das Auto meiner Frau. Jede verdammte Nacht. Ich dachte, es wäre eins von euch Kids, aber hier. Komm mal her, schau dir das an. Wer auch immer das Auto zerkratzt, hinterlässt Nachrichten. Klingt irgendwie nach einem eifersüchtigen Liebhaber. So einfach vergisst du mich nicht. Ich dachte, wir hätten was Besonderes. Ich werde allen von dir erzählen, du Schlampe. Ich will den Scheiß nicht ständig rauspolieren. Wenn du heute Nacht den Kerl erwischst, der das Auto meiner Frau zerkratzt, folge ich dir auf Coonstagram. Glaub mir, du willst mich als Follower. Ich bin hier ein hohes Tier. Oh, ein hohes Tier. Du hast also den Wolkenpalast erreicht. Das ist Humankinds Basis. Vielleicht ist er ja da. Will aber rutschen. Okay. Hey
Wer zur Hölle bist du? Ernsthaft? Ich schicke einen Notruf und du schickst einen neuen? Du bist so ein Arschloch-Kuhn. Tut mir leid, aber das hier ist für einen Anfänger eine Nummer zu groß. Es gab eine Anomalie im Universum. Ein anderes Ich, Humankind aus einem Paralleluniversum, ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt. Er ist oben in meinem Zimmer. Nichts kann ihn aufhalten. Dann schauen wir doch mal nach. Selbst gegen ihn kämpfen, scheiß Paradoxon und so. Also musst du ihn ausschalten. Du musst ihm dermaßen in den Arsch treten, dass er sich verpisst in sein Universum an der Ostküste. Bereit? Schnapp ihn dir! Zoom! Oh, hey, Kyle, ich bin wieder da! Wen hast du da mitgebracht? Spielt er auch mit? Also, alternatives Ich, Zeit, dich in dein Universum zurückzujagen. Was, Kyle? Wir sind doch ein Team, oder? Ich bin nicht aus dem anderen Universum, wir sind super allerbeste Kumpels. Wie du siehst, rennt er hier rum und ruiniert den Ruf des Humankind. Er will mich vernichten und meine Kräfte schwächen. Nein, nein, ich bin nur 2 Wochen bei meinem Cousin und wollte Superhelden mit ihm spielen. Und Kyle fragt, okay, welcher Superheld willst du sein? Und ich sag, ich bin Humankind. Da sagt er, das geht nicht, ich bin Humankind. Ich sag, warum können wir nicht beide Humankind sein? Also bin ich zu Tante Sheila gegangen und hab gesagt, dass wir beide Humankind sein wollen. Und sie meint zu ihm, tu was er will, er ist unser Gast. Erinnerst du? Jetzt pass mal auf, alternatives Ich. Es ist Zeit, dass du lernst, dass Superhelden-Spielen echt wehtut. Los geht's, du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen? Genau, du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Also gut, ich tue alles, um wie mein Cousin zu sein. Mach dich bereit, Schwächling. Ich hab nicht viel trainiert. Wir spielen ohne Kontakt, oder? Vollkontakt, kein Training! Oh, das geht nicht. Ich hab meine Knieschoner nicht dabei. Jetzt! Schnapp ihn dir! Cousin Kyle, zusammen können wir ihn stoppen. Liebend gerne, aber die Regeln für Paralleluniversen verbieten es. Er spielt mit Kräften jenseits seiner Kontrolle. Das scheint sehr gefährlich. Oh je, so viele Entscheidungen in diesem Spiel. Wie wär's mit nicht mitspielen? Ist auch eine Möglichkeit. Sei doch nicht albern. Leute, Pause. Mir ist ganz schwindelig. Bitte nicht. Musstest du so fest zuschlagen? Okay, mein Innenohr hat sich beruhigt. Der letzte Treffer zählt nicht, oder? Ich mach den Schaden wieder rückgängig, ja? Phew, typischer Paralleluniversums-Bullshit. Hat jemand eine Cortisonsalbe? Vielleicht sogar eine rezeptpflichtige? Auszeit, ich brauch mein Asthma-Spray.
Herr Keil, er hat meine Auszeit ignoriert. Mein Asthma geht immer los, wenn ich mich anstrenge. Ich fände es viel fairer, wenn ich ein Schild hätte. Irgendetwas, wie diese Tora-Rolle. Die hat auch einen großen ideellen Wert. Alter, Humankind ist ein Alien. Das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Und keine neuen Superkräfte mitten im Kampf. Die ist nicht neu, die ist in meinem alternativen Universum konform. Okay. Haben dir deine Eltern nicht verboten, mit Feuer zu spielen? Sieh dir das an! Ich finde, ich sollte den nächsten Zug machen dürfen, weil der neue Freund bei meiner Auszeit nicht gewartet hat, also bin ich jetzt dran. Willst du mich verarschen, du schummelst? Das war nicht zu fest, oder? Ich will niemanden schlimm verletzen. Vorsicht! Humankind aus dem alternativen Universum ist unberechenbar und gefährlich! Hey, Drachen gehen leicht kaputt! Jetzt kommt meine super ultimative Kraft! Bereit? Bereit? Oh Gott! Okay, der Zorndrachen aus einem anderen Universum! Ich habe einen Leistenbruch! Hast du genug alternatives Ich? Dieses Superheldenzeug tut echt weh. Ich gehe in mein Universum zurück. Was? Du haust ab? Wie schade. Ja, ich muss in mein Universum zurück. Mein Ohr ist von den 14 ganz wund. Ich muss unbedingt Salbe draufschmieren. Wie kann ich dir nur danken? Melde dich einfach, wenn du mal Hilfe brauchst, okay? Human Kyle. Okay, ja. Zwei Helden, die abhängen. Top! Ich komme hier wohl nicht so schnell weg. Ich werde hier noch ein bisschen sein, kapiert? Mach irgendwas anderes! Ich bin Tauli. Wenn du ein Haus betrittst, kannst du ruhig alle Schubladen, Schränke und Türen öffnen. Ui, da! Das hat einen Goldgriff. This is item number 4. Die Lofts in Sodo Sopa. Hier habe ich eine Crackpfeife verloren. Von dem Zeug drehst du richtig durch. Hier, Meets. Was, Meets? Wir haben jetzt, glaube ich, die, Hier, Mizi! Hier, Mizi! Ich will mir doch nur ein bisschen den Tag versüßen! Hier, Mizi!
zählt er hier vorne runter. Hier, Mizi! Der hier oben liegen, ne? Jetzt, Mieze! Gut. Hier kommen wir nicht weiter. Wo ist diese verdammte Katze? Nicht schlecht, Neuer, nicht schlecht. Das ist echt ein Riesenhaufen Follower. Du bist für das nächste Level bereit. Komm ins Kuhn-Versteck. Kuhn, Ende. Ins Kuhn-Versteck.